Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Am Dienstag wurde die Kampagne zum Equal Pay Day 2016 unter dem Motto »Was ist meine Arbeit wert?« gestartet. Der wird im kommenden Jahr am 19. März begangen. Wir wissen auch, dass es jetzt ein Tag früher ist. Wir wissen auch, warum. Das ist jetzt seit vielen Jahren ein wiederkehrendes Ereignis, seit zu vielen Jahren. Und es klingt schon fast wie ein Mantra. Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen 22%, bereinigt 7%. Und das kann nicht sein. Die Stagnation, die Fortsetzung ungleicher und unfairer Bezahlung für Frauen in Deutschland braucht jetzt ein Gegensteuern. Und wie die bestbezahlteste US-Schauspielerin Jennifer Lawrence aktuell scharf kritisierte, verdienen zum Beispiel auch in Hollywood Schauspielerinnen deutlich weniger als männliche Kollegen. Ernüchterung in der Traumfabrik. Das sind aber die gleichen diskriminierenden Mechanismen wie beim Gender Pay Gap hier. Dass Frauen schlichtweg schlechter bezahlt werden, weil sie Frauen sind, das bleibt für mich nach wie vor unfassbar. Und für diese Ungerechtigkeit gibt es keine sachlichen Gründe. Aber es gibt einige Ursachen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will benennen. Erstens, Frauen arbeiten häufiger in sozialen und Dienstleistungsberufen, in denen deutlich weniger gezahlt wird als in der Industrie und in vielen anderen, in der Baubranche auch, in diesen sogenannten typischen Männerberufen. Das kann nicht so bleiben. Hier muss gerecht bewertet und soziale Berufe mehr gewertschätzt werden. Das heißt ganz klar, besser bezahlen. Denn körperliche und psychische Belastungen können nicht länger bei der Bezahlung unterbewertet oder gar außer Acht gelassen werden. Zweitens. Frauen steigen in Vollzeit ins Berufsleben ein wie Männer. Damit hören sie dann in der Regel auf, wenn sie Kinder bekommen. Über 45% der Mütter arbeiten in kleiner Teilzeit oder in Minijobs, dauerhaft. Ganz selten gibt es hier Chancen auf Karriere. Diese Teilzeit wird häufig deutlich schlechter und oft nicht nach Qualifikationen bezahlt. Und die Folge ist, Frauen haben so kein existenzsicherndes Einkommen und im Lebensverlauf auf das gesamte Erwerbsleben hin gesehen rund 40% weniger als Männer. Die Rentenlücke liegt so bei 57%. Das Risiko von alleinerziehenden Armut und Altersarmut ist richtig hoch für Frauen. Und das müssen wir schnellstmöglich ändern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb brauchen wir hier nicht nur ein Entgeltgleichheitsgesetz, sondern auch ein modernes Arbeitszeitkonzept. Viele Frauen möchten mehr und viele Männer, besonders Väter, weniger Stunden arbeiten. Wir Grüne wollen darum eine neue Vollzeit mit einem flexiblen Arbeitszeitkorridor von 30 bis 40 Stunden etablieren. So würden Diskriminierung in der Teilzeit entgegengewirkt, beruflicher Aufstieg ermöglicht und auch die Lohnlücke langsam geschlossen werden. Da sind jetzt die Bundesregierung und die Wirtschaft und auch die Tarifpartnerinnen jetzt dran. Und ich frage die Frauenministerin, die heute leider nicht da sein kann, worauf warten Sie noch? Dass das Wetter schöner wird? Das wird nicht schöner, es wird nur, ist November. Und Sie kündigen auf vielen Konferenzen oder Podien immer vollmundig an, die Entgeltungleichheit beenden zu wollen. Die Süddeutsche vom 3.11. betitelt ihr Verhalten, ich zitiere, mit gut gebrüllt, nur leider war dann Schweigen im Walde. Weil 2 Jahre brütet die Familienministerin schon an einem Gesetzentwurf. Nun, wir Grünen, das kann ich sagen, unterstützen Sie und auch die SPD. Ich sage ja nur, wir haben noch nichts, ja, seit 2 Jahren. Und wir unterstützen Sie gerne, auch die SPD, hierbei. Sehen Sie unseren Antrag in der Tat als echtes Angebot, weil wir wollen Frauen wirksam den Rücken stärken. Und Sie haben es mehrfach gesagt, das geht aus diesem Gesetz oder aus diesen Anträgen, die wir hier vorgelegt haben, den Forderungen auch deutlich hervor. Und ich finde, die CDU will das offensichtlich so klar nicht. Das Gezeter aus den Reihen der Union, also zumindest aus den weiten Teilen der Union und auch der Wirtschaft, tönt uns aus allen Ecken entgegen. Und ich sage noch einmal einknicken wie beim Quötchen, um die Unternehmen hier nicht zu fordern. Ich sage, was wäre das für ein Signal an Frauen? Ich kann nur hoffen, Sie haben die Zeit jetzt genutzt, und Sie in der Großen Koalition, nutzen Sie jetzt noch, bis Sie mit einem Gesetz kommen, um mit mehr als dem angekündigten Vorschlag zu kommen. Weil eine Transparenzoffensive ohne Sanktionen für Unternehmen erst ab 500 Beschäftigten, ich sage Ihnen, das reicht nicht aus. Frauen haben ein wirksames Entgeltgleichheitsgesetz verdient, eines, das wirklich konsequent umsteuert auf gleichwertige und gerechte Bezahlung von Frauen. Also haben Sie den Mut
effiziente Veränderungen für ein wirklich großes Entgeltgleichheitsgesetz auf den Weg zu bringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Kollegin Birgit Kömpel hat für die SPD-Fraktion das Wort.